Hi, ich bin Dr. Taste und ich zeige euch heute die Expansion Hands Up Live für den Avenger. So, wie ich schon bei den anderen Expansionen das gemacht habe, gehe ich einfach mal ein bisschen die Presets durch für euch mal zum Reinhören. So, starten wir gleich hier. Habe ich rausgesucht, Hands Up, zack, zack. So, da seht ihr, wir fangen an mit den Sequence, also mit diesen Komplett-Einstellungen, wo man auf der linken Seite schon komplette Rhythmen hat mit Drums, Schlagzeug und Pads und so weiter und so fort. Und rechte Seite... ein Sound. So, ich starte einfach mal durch. Fangen wir an. Der erste oben ist. Und es geht weiter. So, das funktioniert natürlich immer im Zusammenhang mit dem Tempo, was man in der DAW vorgegeben hat. Das war ein bisschen langsam alles. Deswegen gehen wir mal auf, ich sag mal, 125 ist so eine gemütliche Sache. So, den gleichen Rhythmus noch ein bisschen schneller. Und das nächste. Da haben wir schon oben einen Arpeggio dabei und unten. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und wie immer kann man das natürlich auch ein bisschen mit anderen Effekten versehen. Hier gibt's eine Riesenmasse an Sounds. Tja, das eine oder andere könnte man ruhig ein bisschen schneller abfahren, aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht dauernd hier das Tempo ändern in der DAW. Ausnahmsweise mache ich es mal ganz kurz nochmal ein bisschen schneller. Das lädt natürlich auch ein, um ein bisschen schneller zu fahren. So, machen wir das mal. So, ein bisschen rumdrehen. Was? Durchweg. Richtig tolle Sounds. Air,
Und weiter geht's. Und weiter geht's. Alles durch. Durchweg. Durchweg gute Sounds. Und gehen wir weiter. So top Sound, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich will mal ein bisschen langsamer wieder machen als etwas Tempo runter. Und hier, das ist gerade rechts der Sound. Gefällt mir absolut perfekt hier. So, hier müssen wir hin, genau. Dieser Sound, ich nehme mal jetzt mein Keyboard auf der Seite. Und zwar... weil der Sound rechts hier absolut stark. Ich werde mal was raussuchen, das auch ein bisschen Power hat. Los geht's. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Gehen wir wieder weiter. Den nächsten. Und der nächste. Schon geil, ja? Ist nur eine Taste, die man drücken muss. Tja. Und so weiter und so fort. Hier kommt gleich zum Schluss. Und der letzte.
So, sind wir da also da. Gehen wir mal zu den Arpeggios. Eine lange, lange Liste. So, damit das wieder ein bisschen einfacher und schneller geht, damit man das auch ein bisschen hört, wie das mit anderen Sounds zusammenläuft. Durch mal hier. Auch das Tempo ein bisschen anpassen. 130 nehmen wir jetzt mal. Und dann schauen wir mal. Tja, musikalisch passt das eigentlich überhaupt hier nicht zusammen. Muss man. Aha. Also es hat eine komplett eigene Melodie eingespielt hier im Arpeggio. Das kann man machen in dem Avenger. Das ist für die Leute, die gar nicht spielen können, die eigentlich nur ein bisschen hier Sound zusammenstellen wollen. Da gibt es viele Vorgaben. Rein musikalisch passt das jetzt hier überhaupt nicht zusammen, wenn ich hier ein D-Moll-Akkord greife und hier am anderen Synthesizer oder Keyboard auch ein D-Moll, dann passt das ja nicht. Aber das ist nur bei einigen. Hier genauso, das sind alles Arpeggios mit eigenen Melodien. Genau. Man kann natürlich den Arpeggio ausschalten hier. Zack. Ah, es ist immer noch eine Melodie drin. Das liegt daran, dass es in der W-Form eine Melodie schon drin war. Mal sehen, ob es hier auch so ist. Umfangreich. Machen wir Arpeggio aus. Also ist eine komplette eingespielte Wave da schon. Absolut abgefahren. So, wir kommen aber gleich zu den Einzelsounds. Möglichkeiten. Gehen wir weiter. Da waren wir hier schon am Ende. So, zu den Bässen. So, hier ist. Die Bässe kommen einmal relativ schnell. Denke ich mal. Relativ schnell.
Meine Güte, schweinetief. Kann man auch wieder zusammen schön mixen, wieder alte Rhythmus her. Schon super. So, was haben wir hier noch? Da sind wir schon durch bei den Bässen. Kommen wir zu den Bells. Wie gesagt, da hat schon der Standard Avenger eine ganze Menge an super, super Sounds bei den Bells und so weiter. Das sind solche spannungsgeladen, wenn man einen Rhythmus hat, zum Beispiel. Noch ein richtiger Knall. Und da sind sie schon, die Knalle. Ja, Standardrhythmus. Ja, kann man machen. So, jetzt kommen wir zu den Leads. Wie immer toll für mich. Der falsche Effekt dahinter. Das ist eher für mich. Schauen wir mal. Zack, zack. Muss noch ein bisschen im Tempo bleiben, wieder 130. Ah, ganz egal, jetzt bei dem ist es nicht so wichtig. Klingt schon fett. Also hier Standard sind dies. So, mal ein bisschen drehen wieder. Manche ähneln sich doch schon sehr. Na, haben sie ganz schön gespart. Sind ja cool, aber doch viele, viele sehr ähnlich, aber
Hier kann man auch drehen. Ich versuche mal ein bisschen was zu verändern. Was schafft mir. Effekt dahinter. Schon hat man was. Ich nehme mal einen anderen Rhythmus. So. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, was ich spiele hier, denn wenn ich da Originalstücke nachspiele, dann gibt es gleich mal eins auf den Deckel von der GEMA. Deswegen spiele ich immer ein bisschen frei improvisiert. So viel dazu. Kommen wir zu den nächsten Leads. Ja, ist halt dieser typische Sound, der immer wieder kommt. Aber er ist halt nur einmal angesagt. So, jetzt kommen wir zu den Pads. Das bin ich immer am meisten. Aufgeregt, sie zu hören. Ja, kann man schon was machen, nicht? Stell bloß mal ein bisschen was ein, aus Spaß ein bisschen. Jo, jo. So. So, yeah. It's really true. Every day. And now she's hearing my voice. It's really true. It's really true. So, da ist mal nur ein bisschen probiert. Nächstes. You know, and I'm the spin, and forever you feel. Thank you.
So, genug gesungen dazu. Das war nur mal ein bisschen ins Brett. Ich wollte nur, dass ihr mal hört, wie die Sounds sich so integrieren. So, kommen wir zu den Pianos und Keys. Ja, das, die klingen auch echt schon super, muss man sagen. Das ist... Also von mir gibt es da schon mal eine Kaufempfehlung bei Hands Up. Generell sind so viele Sachen dabei, die einfach klasse sind. Und wie gesagt, immer nur ein bisschen mal was verändern an den Effekten danach. Und schon ergibt das hier einen ganz anderen Charakter. Weiter geht's. Das Schöne ist, dass man hier alles wirklich dann noch in die Unkenntlichkeit verändern kann. Den Sound, den... Der ist zum Beispiel schön, aber... Tja, das ist nochmal ein Sound gewesen. Und wir gehen weiter zu den Synthesizern.
Und wir sind schon wieder bei den Voice angelangt. Und wir gehen weiter. Da werden wir nicht mehr viel. So, und da sind wir schon durch. Alles mal angespielt kurz. Wie gesagt, hier kann man wieder eine ganze, ganze Menge verändern. Und für wem es was ist, also mir gefällt das gut. Hands up live für den Avenger. So, das war's eigentlich heute schon von mir wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schaut wieder mal rein bei mir. Wem es gefallen hat, kann er gern ein Abo dalassen. Würde ich mich freuen. Ansonsten euch einen schönen Tag.